Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem weiteren Video zur Amazon Fire TV Box. Ich habe ja, falls ihr das gesehen habt, schon ein Video gemacht über die Spiele. Also ich habe Unboxing, Hardware, Hardware-Check gemacht und natürlich jetzt auch zum Spielen mit der Fire TV Box alles ungetestet, wie üblich ist bei mir im Kanal. Und da springt auch jetzt der Bildschirmschoner an. Und den kann man hier auch mal einstellen, dann kann ich euch das auch mal schnell zeigen. So. Aber da hat jetzt eigentlich damit nichts zu tun. Man kann auch seine eigenen Bilder nehmen. Ich will jetzt mal so ein Statement dazu abgeben, wie mir die Amazon Fire TV Box gefallen hat. Ich bin... Na, wie soll ich sagen? Also, ohne sie gleich in den Himmel zu loben, ich bin megamäßig begeistert von der Box. Sie ist sauschnell, extrem klein. Habt ihr ja, müsst ihr euch das Unboxing angucken, dann könnt ihr sehen, wie klein die ist. Die hat einen optischen Ausgang. Wenn man Film guckt, wirklich ein gestochen scharfes Bild. Und ich habe sie jetzt... Etwas über einen Monat habe ich sie und so gut wie jeden Tag benutzt. Ich bin Amazon Prime Kunde und habe dadurch ja logischerweise die Prime Filme gratis, die jeder Prime Kunde hat. Und ich bin jetzt das erste Mal in Kontakt mit dieser Fire TV Box. Ich hatte vorher nur Bilder gesehen und dachte, naja, das wird so sein, so wie die App in der PlayStation 3, in der PlayStation 4. Habe gedacht, ja, holst so ein kleines Gerät, kannst dir mal zeigen. Aber dass ich so begeistert bin und dass sie so leistungsstark ist, hätte ich bei bestem Willen echt nicht gedacht. Wenn man es kurz und knapp fassen will. Weil ich kenne, wie gesagt, nur die Apps von der PlayStation 3 und von der PlayStation 4. Da macht sich das mit dem Suchen teilweise nicht so leicht wie hier. Bei weitem nicht so leicht wie hier. Kann man eigentlich doch schon so sagen. Nicht nur, dass wir hier diese Sprachunterstützung haben. Wenn ich jetzt hier auf den Knopf drücke, wie ich es euch im Video gezeigt habe, auch Stargate. Und dann sucht er halt Stargate und Art verwandte Sachen und was mich halt auch noch interessieren könnte. Stargate ist hier alles und da das was mit Science Fiction zu tun hat, beziehungsweise Stargate Unity, schlägt er mir auch Star Trek vor. Passt natürlich in mein Beuteschema auch super rein. Big Bang Theory passt natürlich super auch rein. Haus gucke ich auch, Kessel gucke ich auch. Schack hatte ich mal geguckt, Andromeda bin ich gerade dabei. So, das funktioniert extrem geil. Dann finde ich es sehr positiv und sehr geil, dass Amazon hier eine eigene Benutzeroberfläche geschaffen hat, die sich deutlich von der PlayStation 3 und PlayStation 4 unterscheidet. Die Suche ist hier wirklich ein Kinderspiel. Dadurch, dass man die ganzen, Entschuldigung, die ganzen Rubriken hier hat, ist es eigentlich kinderleicht, sich hier zurechtzufinden und irgendwas zu suchen. Alleine nur durch diese, durch diesen Sprachbefehl, wo man hier oben auch suchen kann. Oder man kann auch einen Text eingeben, logischerweise, über die Fernbedienung mit vor, zurück, links, rechts und sowas alles. Macht sich über die Sprachsteuerung definitiv viel einfacher und viel schneller, weil mit links, rechts, hoch, runter den Buchstaben anwählen, warum, wenn man eine Sprachsteuerung hat, also eine Sprachsuche hat, die sehr gut funktioniert. Ich kann euch auch mal zeigen, was ich in der letzten Zeit
gemacht habe. Das kann man hier nämlich bei Aktuelles sehen. Ich hatte in dem Video davor ja Spiele gespielt, die finden sich hier. Und hier sind die Filme, die ich geguckt habe. Ich habe auch Musik damit gehört. Mia and Me habe ich mit meiner Tochter geguckt. Da kann ich euch auch mal was zeigen. Ich habe mal hier eine Folge mit meiner Tochter nochmal angefangen zu gucken. Hier unten seht ihr überall einen weißen Strich. So, also da ist Staffel 1, da ist Folge 1. Wir haben wirklich alle geguckt. Hier habe ich extra mal eine Folge so ein bisschen laufen lassen. Da seht ihr, dass der weiße Strich halt etwas weiter fortgeschritten ist. Und wir könnten an dieser Stelle jetzt sofort wieder einsteigen. So, ich will aber halt nicht Content-ID bekommen, deswegen machen wir da mal schnell wieder raus. Und das ist das Gute, dass sich die Box das merkt. Man kann jederzeit wieder einsteigen. Auch wenn ich hier 5 Folgen danach geguckt habe und mir einfällt, oh, ja, hier vorne fehlt ja noch. Mensch, habe ich gar nicht zu Ende geguckt. Kann man das noch jederzeit wieder zu Ende gucken? Hier habe ich angefangen zu gucken und bin gleich rausgegangen. Dadurch seht ihr, so sieht es dann aus, wenn man gar nichts geguckt hat. Da ist der weiße Balken nicht da. Und wie gesagt, wir haben uns hier wirklich alle Folgen bis hinten hin angeguckt. Und wir sind auch, deswegen habe ich das nämlich, das habe ich jetzt nicht für die Aufnahme, das habe ich jetzt so gemacht, dass ich sehe, welche Folge wir jetzt weiter mal gucken müssen, weil da bin ich rein und gleich wieder raus, dass der weiße Strich weg ist, weil wir sind jetzt beim zweiten Mal durchsehen, meine Tochter und ich, weil die liebt diese Serie abgöttisch und da gibt es leider nur diese eine Staffel und ja, dann habe ich, was ich euch unbedingt zeigen muss, logischerweise Märchen, Weihnachtsmärchen, nochmal ein Märchen. Ich habe mir Sherlock Holmes angeguckt, also Elementaries heißt die Serie, echt geil. Da habe ich nicht komplett geguckt, da habe ich zum Tontesten benutzt. Patterson und Findus habe ich mit meiner Tochter geguckt, die App hatte ich getestet. Und hier die Doku. Und diese beiden, Alpha House und Betas, absolut geile Serien, muss ich dazu sagen. Ich dachte, Betas, klingt komisch. Guckst du mal rein? Und ich habe die erste Folge geguckt, hat mich gleich geflasht. Ich habe die komplett auch, ja, bis Folge 11 alle gekickt. So, gehen wir mal wieder zurück. Und Alpha House natürlich auch bis zur letzten Folge alle geguckt. Das sind Amazon-Exklusivserien. Also diese Serien werden produziert von Amazon. Die findet man nirgendwo anders, nur bei Amazon. Und ich bin sehr begeistert. Alpha House, dachte ich, ja, ich habe ja schon mal Werbung gesehen im Fernsehen. Und bei Amazon dachte ich, naja, aber ist echt eine gute Serie, kann ich euch echt nur ans Herz legen, genau wie Betas. Dann hatte ich mir die Deutschen angeguckt, Staffel 1 und Staffel 2. Könnt ihr ja sehen, ich habe die komplett wirklich bis, also alle Folgen gekickt, weil ich hatte auf, kamen die auf N24, ich glaube N24 oder BR Alpha kamen die mal, ich weiß es gar nicht mehr genau, hatte ich ab und zu mal eine Folge verpasst und hier habe ich mir dann halt komplett alles nochmal reindrehen können. Time Kid habe ich mit meiner Tochter geguckt. Den kann ich euch auch empfehlen. Der König von Deutschland. Nochmal Patterson Findus. Two and a Half Men. Das sind die Apps, die ich runtergeladen habe. Am Anfang, wo ich das erste Mal die gestartet hatte. Nee, danach hatte ich die nochmal an. Und dann hatte ich mir natürlich das angeguckt. Ja. Da hatte ich mich vergriffen. Das ist nämlich Alpha House in Englisch. Also mit deutschen Untertitel. Und ja, hier nochmal das Video und ja, Filme und hier geht es noch hinten weiter. Die Bedienung ist wirklich ein Kinderspiel. Lenkt sich alles mit der Fernbedienung butterweich. Man kommt jederzeit wieder zurück ins Home-Menü und die Suche ist hier wirklich extrem geil. Vor allen Dingen hier haben wir den Punkt Prime-Videos. Da gehen wir drauf. Da haben wir neue Filme bei Prime Instant Video. Da sind hier alles, was neu ist, drinne. So. Und dann haben wir neue Serien. Dann haben wir exklusive Prime Videos. Also, die sind exklusiv für Prime. Die sind jetzt nicht von Amazon direkt
aber die sind hier halt zuerst zu sehen. Logischerweise ist die von Amazon, die Serien hier auch zu finden, aber die anderen, Revanche kam zum Beispiel auf ProSieben, glaube ich. Glaube ProSieben. World War Z, ja, das ist ein Kinofilm. Aber halt, die sind hier zuerst, bevor sie bei anderen Diensten wie Maxdome oder Netflix oder sonst irgendwas angeboten werden. Und meist gesehen haben wir noch meistgesehene Serien. Kinder, was ich auch sehr gut finde, ist die einzelnen, also man, dass es wirklich, wirklich so viele Kategorien sind. Weil ihr seht jetzt hier Kinderfilme, Kinderserien. Da kann man sich dann halt aussuchen, will ich einen Kinderfilm gucken oder will ich mit meiner Tochter jetzt eine Serie weitergucken. Ja, Prime-Serien, dann Prime-Film-Generals, also hier Serien-Generals, da kann man dann halt nach zum Beispiel Dokumentation gucken, Drama. Ja. Also das funktioniert echt geil. Und so, dann will ich euch noch Apps zeigen. Ich weiß gar nicht, ob ich die runtergeladen habe. Nee, habe ich nicht runtergeladen. So, müssen wir nochmal zurückgehen. Wo ich sehr überrascht war, aber positiv überrascht war, ist, dass Amazon selbst bei den Apps. Hier ist es auch nicht dran. Wo ist denn die Scheiße hin? Ich hatte sie letztens noch irgendwo gesehen. Netflix anbietet. Da kann man sich die App Netflix runterladen. Wer jetzt zum Beispiel einen Netflix-Account hat und kann über die Amazon Fire TV Box seine Netflix-Filme gucken. War ich sehr überrascht, dass Amazon das anbietet, aber finde ich gut. So. Und mein Fazit ist einfach durchgehend positiv. Ach, da sehe ich's. Da ist es. Netflix, Sato. Da seht ihr zum Beispiel bei der Startseite. Wusste ich doch, ich habe es irgendwo gesehen. Und ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, das ist ein Pressemuster. Ich habe das jetzt für einen Monat zum Testen gehabt. Das geht jetzt die Tage wieder raus an Amazon. Und ich kann euch definitiv sagen, ich werde mir die Fire TV Box, sobald ich kann, weil jetzt steht der Umzug an und alles, ich werde sie mir kaufen. Ich werde mir definitiv diese Amazon Fire TV Box, werde ich mir auch kaufen. Alleine durch die Suche, ja. Klar, ich habe Amazon die Apps auf der PS3 und auf der PS4, aber jedes Mal PS3 oder PS4 anmachen, da frisst die kleine Box erstmal weniger Strom. Aber der Hauptgrund ist wirklich die affengeile Suche, die Übersichtlichkeit von dieser Benutzeroberfläche, die Amazon darauf gesetzt hat. Das hat mich überzeugt, diese Box mir zu kaufen. Ja, und mich haben auch viele gefragt, Mensch, ich habe die App ja auf der, ich bin Prime-Mitglied oder ich überlege Prime-Mitglied zu werden. Ich habe die App auf der PS3 oder auf der PS4. Lohnt sich diese Fire TV Box? Ja. Kann ich echt nicht anders sagen, sonst würde ich sie mir nicht kaufen. Also ich kaufe mir sie wirklich hundertprozentig, kaufe ich mir die demnächst, sobald das mit Geld durch den Umzug natürlich bei mir etwas besser aussieht, werde ich mir diese Box sofort kaufen. Alleine nur wegen dieser Übersichtlichkeit. Klar hat sie noch viele Features mehr drin mit den Spielen und ja, und halt auch, dass man TV gucken kann, also praktisch Netflix, Zato, Musik hören kann. Das sind alle Vorteile. Aber für mich der entscheidende Vorteil ist die Benutzeroberfläche, das schnelle Zurechtfinden, das einfache Suchen nach neuen Sachen und dass die Prime also die Prime-Sachen hier am besten aufgelistet sind. Dass man hier seine einzelnen Prime Listen hat und sich sein Zeug zusammensuchen kann. Wenn ich jetzt sage, Mensch, gucken wir mal, was ist denn jetzt Neues an Prime-Serien drin? Nicht einfach auf Serien, weil ich Bock habe, jetzt mal die nächste Zeit eine Serie zu gucken, weil meine Serien zum Beispiel ausgelaufen sind. Hier sag schon. The Walking Dead, beste Beispiel.
Kommt jetzt keine Folge mehr, also ist eine Serie weniger. Big Bang Theory kommt momentan keine neuen Folgen, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Supernatural ist demnächst auch zu Ende, die neue Staffel. Also brauche ich ja auch dann mal wieder eine neue Serie, die ich mir dann alle paar Tage mal rindrehen kann, eine Folge. Ja, und da kann ich mir dann jetzt hier, gehe nochmal zurück, dass ihr seht, neue Serien bei Prime, Instant Video. Hier, die kenne ich zum Beispiel schon. Da kann ich mir komplett, ich gehe mal komplett zum Anfang. Dauert ein bisschen. Ja, Staffel 1. Ich kann mit Staffel 1 anfangen und kann mir alle Folgen von Staffel 1 rindrehen. Dann kommt Staffel 2. Ja, Staffel 3. Das sind natürlich mehr als 11 Folgen. Das sind hier 24, glaube ich, waren es. So. Ja, Staffel 3, 24. Und dann kommt schon Staffel 4. Hier und oben seht ihr HD. Und Prime, da hat man immer diesen Button drüber, dass diese Serie für Prime ist, also praktisch gratis. Ich kann jetzt hier auf Fortsetzen gehen, weil ich sehr schön geguckt habe. Und hier die Folge habe ich zum Beispiel nicht geguckt. Jetzt mit Prime ansehen oder auf Wunschliste hinzufügen. So, und hier Staffel 4 ist natürlich jetzt. Ach so, ist in Prime inbegriffen? Ist ja cool. Da habe ich kein Banner dran. So, und da könnte ich das. Finde ich jetzt sehr geil. Bin jetzt gerade überrascht, dass. Ist das jetzt. Okay. Weil das war letztens nicht für Prime. Prime? 12 Folgen? Okay. Ich habe schon eine neue Serie gefunden, weil ich habe ja die letzte Folge geguckt. Also die Staffel geguckt. Hier wieder eine 12 Folgen. Also ich habe definitiv schon wieder eine Serie gefunden. Jetzt kann ich mein Teen Wolf weiter gucken, weil das war letztens noch in Englisch und auch nicht für Prime-Mitglieder. Also da bin ich jetzt extrem begeistert. Ey, danke Amazon, ey, geil. So, eine Serie haben wir schon mal gefunden. Being Humans, da kommt nichts Neues. Aber die neue Staffel, die vierte, scheint jetzt wohl auch jetzt mit Prime angucken. Ja, ist noch nicht freigeschalten, komplett oder so. In Prime inbegriffen. Ja, also noch, seht ihr ja oben so leicht. Ja, also das wird wohl jetzt noch, warum das jetzt nicht so richtig zu sehen ist, aber es ist mit Prime. Es wird darauf hingewiesen, dass es mit Prime inbegriffen ist. Sherlock Holmes Staffel 1 ja, Staffel 2 leider nicht. Ist nicht, und da seht ihr gleich, das kostet Geld. Da steht gleich deutlich. Kaufen HD 2,99. Wir können die Folge in HD kaufen und auf Wunschzettel machen oder was weiß ich. Und dann können wir halt jedes Mal gucken. Ah, kostet noch Geld, also lohnt sich nicht. Davon werde ich mir. Die werde ich mir mal rindrehen. Das ist was für meine Tochter. Patterson, logischerweise, die sind wir fleißig am gucken. Wusste ich gar nicht, dass er da auch eine Serie Pastewka. Also hier sind schon einige ältere Serien drinne, auch was ich gut finde, dass ich halt hier mal so ein bisschen auch mir mal wieder was Alte drin drehen kann. Das kenne ich nicht mal. Ach doch, das hat meine Tochter mir letztens erzählt. Stimmt. Ja. Ist schon cool, was man hier so alles findet. Ja, Homeland. Homeland ist auch eine coole Serie gewesen. Die habe ich aber auch nur die Hälfte von Staffel 1 gesehen. Da müsste ich mir echt mal auch ein bisschen mehr. Aber ich sehe gerade echt, da ist Haufen jetzt noch für Kinder dazu gekommen. Das ist gut. Weil hier ist jetzt wirklich. Oh, Angel, cool. Könnte ich mir auch nochmal rindrehen. Staffel 5 für Prime. Gehen wir mal zum Ende, dass man vielleicht da mal gucken kann. Ja, komplett. Ja, also da seht ihr, hier sind wirklich alle Serien drin. Oben habt ihr dann halt unterteilt in Kinder, normale Serien für Erwachsene halt und Filme und Erwachsene, Kinderfilme. Und hier sind jetzt alles neue Serien, die jetzt neu im Sortiment sind.
So, gehen wir mal wieder zurück. Nochmal zurück. So. Ja, manchmal hakt sie so ein bisschen. Kann ja mal passieren. So. Und wie gesagt, neu bei Prime Serien und exklusiv Prime Instant Video haben wir noch. Und wir haben auch noch neue Prime Filme. Da sind jetzt hier Märchen dazu gekommen. Da habe ich schon mit meiner Tochter zwei oder so geguckt. Also hier ist auch schon einiges drin. Finde ich sau geil. Und alleine kann ich wirklich nicht anders sagen. Alleine wegen dieser Klasse Suche die Übersichtlichkeit und die Power, die ist schnell ohne Ende. Die Filme lassen sich wirklich extrem gut gucken, haben eine geile Qualität. Ich bin ein Serienjunkie, gucke mir gerne lieber eine Serie an, wo ich dann weiß, jeden Tag kann ich mir ein, zwei Folgen angucken, weil im Fernsehen ist meistens nur Müll. Ich gucke kaum richtig Fernsehen. Ich gucke meistens so Amazon oder was ich so Instant-Video-mäßig habe. Weil normal Fernsehen, da bin ich drauf angewiesen, die Serie kommt jeden Dienstag. Ja, hier sind sie jetzt alle da, dann gucke ich sie mir an. Kann ich auch sagen, ich gucke die mir jetzt innerhalb von ihrem Tag an. Meine Tochter ist jetzt, weiß ich, nicht da. Die ist in Ferien bei Ferienlager oder was weiß ich, zum Beispiel. Ja, was mache ich den ganzen Tag? Videos machen brauche ich nicht, will mich entspannen. Nehme ich mir mal ein, zwei Tage frei und dann gucke ich mir halt in zwei Tagen mal so eine komplette Staffel komplett von vorne bis hinten an. Könnte ich jetzt machen. Und das ist halt das Positive. Ja, also wie gesagt, ich kaufe sie mir definitiv. Von mir geht's Doppeldaumen nach oben. Also echt wirklich, selbst wenn ihr die App habt auf der PS3 und PS4, lohnt sich die Fire TV Box. Ja. Und ich hatte, oh, ich weiß gar nicht mehr wann, das war jetzt vor, muss ich überlegen, vor 2 Jahren war es, glaube ich. Ja, vor 2 Jahren hatte ich die Apple TV Box mal hier. Naja, sag ich mal so. Also, die kann sich hinter Amazon definitiv verstecken. Erstmal ist die Box größer, hat weniger Power, weniger Auswahl im Menü. Ist Apple, man ist wieder auf die eigenen Sachen beschränkt. Keine Sprachsuche. Keinen optischen Ausgang. Hier haben wir einen optischen Ausgang. Die Box ist verdammt klein, die passt überall hin, die kann man auch unterm Fernseher stellen, irgendwo, die fällt kaum auf. Sie hat aber keinen Ausknopf, aber die schaltet sich nach einer Weile automatisch aus in so eine Art Standby. Dann ist auch kein Bildschirmschoner annischt. Braucht man nur irgendeine Taste drücken, dann ist die bumm und schon ist sie wieder da. Ja. Das ist eigentlich das Einzige, was so wichtig ist, was dazu zu sagen gibt. Und wie gesagt, ich werde mir diese Box definitiv kaufen. Ich schicke sie jetzt, sage ich euch so wie es ist, ich schicke sie jetzt mit nicht nur einem, sondern mit zwei tränenden Augen zurück. Das ist wirklich, also kann ich ja nun mal nicht anders sagen. Ich bin so begeistert davon und ich werde sie mir jetzt, sobald ich die Wohnung habe, umgezogen bin und ja, für die Wohnung muss halt ein bisschen noch gekauft werden, was erstmal wichtiger ist. Ja, und danach werde ich mir sofort die Fire TV Box kaufen. Ich möchte jetzt das Video hiermit beenden. Wenn ihr noch Fragen habt zu der Amazon Fire TV Box, wie gesagt, ich habe sie jetzt einen Monat benutzt, immer nur raus damit. Ich werde sie versuchen, bestmöglich zu beantworten. Ich würde mich jetzt erstmal verabschieden. Ahoi, sagt euer Odin. Erstmal wichtiger ist. Ja, und danach werde ich mir sofort die Fire TV Box kaufen. Ich möchte jetzt das Video hiermit beenden. Wenn ihr noch Fragen habt zu der Amazon Fire TV Box, wie gesagt, ich habe sie jetzt einen Monat benutzt, immer nur raus damit. Ich werde sie versuchen, bestmöglich zu beantworten. Ich würde mich jetzt erstmal verabschieden. Ahoi, sagt euer Odin.